So, da sind wir wieder bei Splatoon und ich habe mir gleich mal Noah angesehen. Noah, der sieht ziemlich cool aus. Dem seine Schuhe hätte ich gerne, aber die kann man nicht bestellen und auch nicht den Heldenanzug. Ist es etwas, was man sich verdienen muss beim höheren Level oder irgendwie vielleicht im Salmon Run? Nein, im Salmon Run glaube ich nicht. Entweder im Story-Modus oder irgendwie höher levelig. Ah, Noah sieht schon ziemlich cool aus. Ja, da sind wir wieder. Wir wollen heute Salmon Run spielen. Es gibt heute ein richtig, richtig langes Video. Mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar noch länger. Oder fast eine Stunde. Und bevor ich ins Menü gehe und die Berg GmbH direkt anspringe, möchte ich mich erstmal so ein bisschen umgucken und vielleicht den Weg zur Berg GmbH so finden. Und diese Nachrichten oder immer. Oh, ich habe. Ey, Moment, man kann jetzt hier auch Leute anstupsen. Das ist ja cool. Cassidy. Cassidy ist auch ziemlich cool. Ziemlich cool. I kiss, ja. Oh, da ist Einstein. Ja. Nee, so anstupsen, glaube ich, oder das Anrempeln, das ging, glaube ich, schon von Anfang an oder auch in Splatoon 1. Ich weiß gar nicht mehr richtig. Bloß jetzt ist mir das so richtig aufgefallen. Man sieht ja auch überall schon die Themen vom nächsten Splatfest. Hier Courage zum Beispiel. Es gibt ja ein Zelda-Thema anscheinend. Weisheit, Courage und Kraft. Oder weiß jetzt mal richtig. Ich habe mich noch nie entschieden, für welches Team. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, dass neues. Be oh, was war da? Ein Plakat gerade gehangen? Gehe ich da nochmal zurück? Nee, Amiibo da? Nee. Ah, werde ich mir gesondert nochmal angucken. Jetzt habe ich's. Bin ich dran vorbeigelaufen. Was soll ich jetzt sagen? Das wurde ja ziemlich früh angekündigt, aber man kann halt sich noch nicht für ein Team raussuchen. So, vielleicht hier hinten in der Ecke irgendwo. Ich weiß auch nicht. Nee, da ist. Nee, da geht's bloß wieder drumrum. Day 30 of Waiting. Was? Die Nachrichten, wo da immer sind, die sind schon manchmal ziemlich lustig, manchmal auch. Sind auch so persönliche Sachen dabei. Oh, jemand aus dem Team Gasmaske. Ja, hallo, hallo. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Nachricht auf meinem Schild stehen habe. Ah, da kann man dieses Game spielen. Ne, das wollen wir jetzt nicht machen. Wir wollen zum Salmon Run. Muss ich mal da Gelegenheit nachgucken. Vielleicht habe ich noch gar nichts drin stehen. Ich mache ja immer irgendwelche neutralen Sachen rein, die immer gültig sind, weil ich ganz ehrlich gesagt zu faul bin, immer wenn etwas aktuell ist, dann da noch eine Nachricht reinzuschreiben. Ich meine, wenn man sich beim Splatfest zum Beispiel für ein Team entschieden hat, dann sieht man das ja am T-Shirt. Da kann man auch nicht rein. Nee, wo ist denn die Berg GmbH? Da hinten geht es auch nicht weiter. Ja. Ich wollte noch wie man Fotos macht, habe ich ja schon gezeigt und alles. Ja, also. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Spinte. Ja, der spinnt. Darüber wollte ich auch Videos machen. Hab schon ein paar Aufnahmen gemacht. Das kommt aber in einem gesonderten. Oh, Noah. Noah ist wirklich ziemlich cool. Ob er cool ist, weiß ich nicht, aber es sieht cool aus. Oh, wo geht's denn da rein? Ah, das ist dieses, da kann man mit Freunden, glaube ich, irgendwie splatten, oder? Wir haben auf jeden Fall den Tintentank an und hier kann man trainieren. Oh, natürlich, oh, natürlich wieder blau, 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 wunderschön. Auch wenn ich nicht weiß, was ich hier gerade tue, es wird automatisch rumgesplattet. Ganz toll. Also, es macht schon Spaß. Es macht schon Spaß. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Splatoon hat so ziemlich alles, was mir gefällt. Egal, ob das jetzt Outfits sind oder die Tatsache, dass man rumsplatten kann. Und Splatoon ist einfach. Es ist super. Aber ich glaube. Ah, hier, glaube ich, kann man. Rezeption. Ansprechen. Ja, ansprechen.
Ah, okay, hier kann man Privatkämpfe machen. Hier kann man Privatkämpfe machen. Nee, das wollen wir nicht machen. Wir wollen zum Salmon Run. Wenn das jetzt noch länger dauert, mache ich dann ein Separatvideo, wo ich dann bei der PR GmbH ankomme. Und dieses Video heißt einfach planlos in Splitville. Ja. So. Ja, gut. Dann springen wir direkt zur PR GmbH. Wobei auf der rechten Seite sehen wir den, wo wir hin müssen. Oh, wir sind gar nicht so weit weg davon. Da müssen wir hin. Okay, dann sehen wir uns bei der PR GmbH im nächsten Video. Oh, so eine Taubrille will ich auch. Bis gleich.